Ja, herzlich willkommen zum zweiten Datenzentren-Panel hier hintereinander. Wir freuen uns sehr, dass Sie doch so zahlreich hier erschienen sind und hoffentlich auch wieder gut befüllt mit Essen, Trinken, Kaffee und wach. Wir haben hier die Freude, Ihnen das Panel der DHD AG Datenzentren zu präsentieren unter dem Titel Die Summe geisteswissenschaftlicher Methoden, fachspezifisches Datenmanagement als Voraussetzung zukunftsorientierten Forschens. Und so viele Sachen hier. Ich stelle kurz den Ablauf vor des Panels. Wir haben wirklich ein straffes Programm und vor allen Dingen uns fest vorgenommen, dass es auch ganz viel Zeit zum Diskutieren geben wird. Der zeitliche Ablauf hier kurz zu sehen, moderieren tue ich zusammen mit Jörg Wettlaufer, den ich auch kurz vorstelle, deutlich hier zu sehen neben mir. Jörg ist digitaler Historiker und Anthropologe und arbeitet seit 2012 am Göttingen Center for Digital Humanities und er ist Mitglied der AG Datenzentren und in Göttingen mit dem dortigen Humanities Data Center assoziiert. Ja. Und neben mir Ulrike Wuttke, sie ist Niederlandistin, Anglistin und Editionswissenschaftlerin. Arbeitet zurzeit an der Fachhochschule Potsdam im Fachbereich Informationswissenschaften in dem EU-Projekt Parthenos und leitet dort den Task Implementierung von Trainingsmaßnahmen im Bereich E-Humanities, E-Heritage und digitale Infrastrukturen. Und sie ist auch die stellvertretende Convenerin der AG Datenzentren. Dann mache ich gleich weiter. Was ist das, die AG Datenzentren? Diejenigen, die im Verein, DAD-Verein sind, kennen das. Wir wollen es aber kurz trotzdem hier vorstellen, da nicht alle bei den Mitgliedersitzungen dabei sind. Die AG Datenzentren ist eine AG im DHD und hat ungefähr 20 Mitglieder und kümmert sich eben um die Frage der Forschungsdaten, der Möglichkeit der Konservierung von Anwendungen und alles, was damit zu tun hat. Wir, am besten mal weiter. Ja, das ist die Liste, wenn Sie mal draufschauen wollen, der Mitglieder in unserer AG. Und es gibt schon, glaube ich, fast von Anfang an des DAD-Vereins. Und waren auch recht aktiv in der letzten Zeit. Kurz zu den Mitgliedern, zu den Arten der Mitglieder, die wir haben. Also es gibt also eben die im Zentrum die Datenzentren, die lokalen, regionalen und nationalen Datenzentren. Es gibt aber auch disziplinenspezifische Einrichtungen mit einer nationalen Ausrichtung. Es gibt die verteilten Datenzentren der Forschungsinfrastrukturen Clarin.d und Daria.de, die alle bei uns vertreten. Die Datenzentren selber bieten oder versuchen jetzt schon an, konkrete Dienstleistungen anzubieten und haben auch eine gewisse Nähe zu den Nutzenden, zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, zu den Institutionen, zu den Projekten, mit denen sie zusammenarbeiten. Sie verfügen schon über Erfahrung mit den fachspezifischen Anforderungen in den Geisteswissenschaften, was ja hier besonders wichtig ist, und verfolgen oder haben sich auch auf die Fahnen geschrieben, forschungsbasierte Konzepte und Innovationen zu verfolgen und stellen darauf ausgerichtete Lösungen zur Verfügung insgesamt. Also wollen die Datenzentren eine Expertise für Daten aus vielen geisteswissenschaftlichen Disziplinen anbieten und tun das jetzt auch schon. Eine wichtige Tätigkeit der AG ist die Begleitung, Vorbereitung, Stellungnahme zur nationalen Forschungsdateninitiative. Vielleicht haben Sie davon schon gehört, also der Versuch, die Bemühungen zu bündeln, auf nationaler Ebene, zunächst in Deutschland. Die AG hat eine Stellungnahme der AG Datenzentren und des DAD-Verbandes vorbereitet und veröffentlicht. Und jetzt brauchen wir nochmal
die gelben Hefte, wo lagen die? Achso, da genau, einmal hochhalten. Das ist ein Grundsatzpapier, das wir in jahrelanger Arbeit, kann man sagen, erstellt haben und es gerade jetzt fertig geworden ist zu dieser Tagung. Und damit versuchen wir den Prozess des Aufbaus einer solchen nationalen Forschungsdateninfrastruktur zu begleiten und uns da einzubringen. Gut, dann. Dann kommen wir jetzt zum ersten Teil dieses Panels und zwar ein Vortrag von Katrin Möller und der ist auch in Zusammenarbeit mit Patrick Helling erarbeitet worden. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Vorstellung der Dienste und Services in der AG Datenzentren, wo eine Umfrage erarbeitet wurde. Aber dazu wird Ihnen Frau Dr. Katrin Möller gleich ausführlich erzählen. Ich würde Sie gerne kurz noch einmal vorstellen. Sie haben sie auch schon mehrfach hier bei der Tagung sehr aktiv erlebt. Trotzdem ganz kurz, Katrin Möller ist Historikerin und leitet seit 2008 an der Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Halle-Wittenberg das dort angesiedelte Historische Datenzentrum Sachsen-Anhalt. Sie ist Mitglied des Unterausschusses Digitale Geschichtswissenschaft, des Verbands der Historiker und Historikerinnen Deutschlands, dem Fachverband der Geschichtswissenschaften. Und sie hat auch dieses Panel für die AG Datenzentren organisiert und ich möchte ihr auch an dieser Stelle im Namen der gesamten AG dafür herzlich danken. Hat Herr Helling es in den Raum geschafft? Nein, der ist sehr stark in die Organisation der DHD eingebunden. Wir haben das schon fast geahnt, deswegen haben wir ihn hier nochmal als Foto an die Wand geworfen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am CCEH hier in Köln und auch Mitarbeiter vom DCH. Und er hat diese Umfrage zu den Diensten und Services organisiert, über die wir gleich sehr ausführlich hören werden. Und damit übergebe ich an Katrin. Willst du hier? Ja, Sie haben jetzt schon die AG Datenzentren kennengelernt, mittlerweile also 21 Akteure aus den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz, die eben auf ganz verschiedenen Ebenen des Forschungsdatenmanagements angesiedelt sind, hier aber vor allen Dingen zum Teil institutionelle, fachliche Anbindungen haben, daneben aber auch regionale, nationale oder anderweitige Anschlüsse sozusagen haben. Diese sehr heterogene Struktur bedingt natürlich, dass die Datenzentren für sehr unterschiedliche Problematiken beziehungsweise auch institutionelle Lösungen heute Ansprechpartner sind. Wir hoffen eben daraus, dann eine Dateninfrastruktur auch abbilden zu können, die dann letztendlich vielen Nutzern zur Verfügung stehen. Was Sie hier schon anhand der räumlichen Gliederung sehen, ist, dass diese Datenzentren sehr gut verteilt sind und von daher vielleicht auch in Ihrer Nähe Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die entsprechende Services anbieten können. Auf diese Weise können wir Forschungsdatenmanagement auf allen Stufen im Sinne des mittlerweile allgegenwärtig bekannten Lebenszyklus von Daten, angefangen von der Projektplanung, der Datenmodellierung, der Analyse und Präsentation bis hin zur Ergebnissicherung und Langzeitarchivierung von Daten begleiten. Im Rahmen der sehr breit gespannten internationalen, europaweiten und auch nationalen Anstrengungen zur langfristigen Sicherung und Dokumentation und Verfügbarkeit von Forschungsdaten bauen mittlerweile alle geisteswissenschaftlichen Datenzentren die Möglichkeit zur Bitstream Preservation oder eben darüber hinausgehend auch Repositorien auf, beziehungsweise betreiben sie schon aktiv, häufig auch in Kooperation eben mit anderen Institutionen, die hier im Hintergrund wirksam sind.
Besonders zertifizierte Repositorien bieten hervorragende Möglichkeiten, Forschungsdaten unter bestimmten Lizenzen und Standards einzubringen und natürlich zu veröffentlichen. In diesen Repositorien werden Forschungsdaten nach Bibliotheks- und Archivstandards je nach Freigabe der Urheber und Eigentümer gesichert und vor allen Dingen persistent gehalten. Vor allem die mittelfristige Datensicherung von mindestens 10 Jahren ist damit eigentlich in fast allen Datenzentren gesichert, sofern es, und das ist eben heute noch das Problem, tatsächlich auch eine permanente Absicherung und Finanzierung solcher Datenzentren politisch gibt. Darüber hinaus bieten die übergreifenden Forschungsdateninfrastrukturen Clarin und Daria sowie natürlich die zentralen Datenzentren der Schweiz, das DASH und auch in Österreich, das hier ein eigenes Datenzentrum besitzt, die originär eben auch an Bibliotheken und größeren Kontexten angesiedelten Zentren schwerpunktmäßig Leistungen zur Weiterentwicklung und zum Betrieb solcher Repositorien an. Sehr viel schwieriger ist natürlich die mittelfristige und vor allen Dingen echte Langzeitarchivierung digitaler Inhalte analog zum heutigen Buchwesen oder den Vorstellungen, die Historiker davon haben. Patrick Sahle hat davon das schöne Wort sozusagen für immer geprägt. Und auf diesem Feld betätigen sich ebenfalls einige Projekte, Beispiel IANUS, dessen Förderung aber momentan gerade ausgelaufen ist, oder auch das Zentrum für Informationsmodellierung an der Universität Graz. Das zeigt schon die Probleme, mit denen wir hier zu kämpfen haben. Sehr allgemein siedeln sich um diese Datenzentren herum allgemeine Beratungsangebote zum Forschungsdatenmanagement an, die natürlich auch eine Vielzahl anderer Institutionen bieten. Das heißt also hier, Sie haben es schon im Panel zuvor gehört, die Erstellung von Forschungsdatenmanagementplänen, die Auswahl geeigneter Datenformate, die Techniken der Speicherung, Standards und Metastandards, beziehungsweise dann auch die Lizenzierung und schließlich die Publikation können Sie in allen Datenzentren absichern, beziehungsweise sich hier Beratung dazu sichern. Uns geht es aber ja nicht nur um allgemeine Dienste des Forschungsdatenmanagements, sondern unser Schwerpunkt liegt vor allen Dingen auf forschungsnahe Begleitung der Entstehung von Forschungsdatenmanagement. Auch das ist im ersten Panel ja schon sehr intensiv diskutiert worden. Was machen wir eigentlich in der Wissenschaft? Wie gehen wir mit der Kuration von Daten um? Wie sichern wir fachspezifische Dinge? Dazu bieten eben die Forschungsdatenzentren in der AG des DH besondere Angebote an. Und diese Angebote möchte ich Ihnen sozusagen etwas näher bringen, weil sie natürlich für die eigentliche Forschungsarbeit hier einen besonderen Schwerpunkt bieten. Mit der Erfüllung solcher Leistungen verbinden sich eben zahlreiche Herausforderungen. Strukturell möchte die AG nicht nur die langfristige Sichtbarkeit, Verfügbarkeit und Nachnutzung von Ressourcen und Daten sichern, sondern wir möchten natürlich für Herausforderungen und auftretende Heterogenität zum Beispiel von Daten ein Diskussions- und Austauschforum bieten, das eben nachhaltige Konzeptionen und integrative Modelle für bestimmte wiederkehrende Datenformate, Methoden und Analyseverfahren entwickeln. Bestes Beispiel dafür sind Lösungen wie TI für die Langzeitarchivierung von Textdaten, denn im Gegensatz zu Möglichkeiten des Forschungsdatenmanagements in den Naturwissenschaften sind geisteswissenschaftliche Daten eben häufig sperriger oder heterogener als anderswo. Die eigentlichen Daten können daher in sehr komplexen und mit sehr verschiedenen Typen von Informationen, Annotationen und Metadaten versehene Objektserien werden. Und für solche Problemfälle haben sich eben eine Reihe von Datenzentren spezialisiert.
Für besondere Problemfälle, sogenannte Longtail-Forschungsdaten, bildet etwa das Zentrum für nachhaltige Forschungsdatenmanagement, auch kurz unter GWIN bekannt, in Hamburg einen Ansprechpartner. Ein anderes Beispiel sind die zahlreichen seit den 1995er Jahren entstandenen frühen Hypertext-Angebote, deren Förderungen längst ausgelaufen sind und deren Status meist sehr ungesichert ist. Ähnliches gilt für Visualisierungen, für Software oder eben auch Recherchetools. Für etliche Formate gibt es bisher keine klare Strategie der Sicherung oder einen abgestimmten Bewertungsprozess für die Relevanz der Sicherung solcher Daten. Gerade in dieser Hinsicht entwickeln einige Datenzentren daher Schwerpunkte in der Anwendungskonservierung von digitalen Projekten und spezifischer Software, so etwa das Kölner Datenzentrum DCH für die Geisteswissenschaften oder das Humanities Data Center in Göttingen. Auch das GWIN Hamburg sozusagen beschäftigt sich mit solchen Problemen. Noch weiter zurück gehen Datenzentren, die wichtige analoge Forschungsdaten der jüngeren Vergangenheit aktiv zu retten versuchen, digitalisieren und erschließen, die bisher eben keinen Eingang in Sammlungen oder Archive gefunden haben. Sie sehen hier auf der Folie einige dieser Datenzentren, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Als zukunftsorientierte Form des Umgangs mit solchen Herausforderungen sind deshalb virtuelle Forschungsumgebungen wie Clarin, Daria, FUD in Trier oder GAMS in Graz entstanden, die nutzergetrieben nicht nur komplexe webbasierte Arbeitsumgebungen zur Verfügung stellen, sondern von vornherein eben den Wildwuchs von Formaten und Angeboten vermeiden wollen und im Hintergrund Erschließung, Standardisierung und Langzeitarchivierung absichern. Solche Systeme sind besonders für neue Projekte gedacht, die sich von vornherein eben bewusst für eine langfristige Sicherung digitaler Analysen entscheiden. Besonders hervorzuheben sind dabei mandantenfähige Repositorien, die Sie hier im Bild sehen, die eben für eigene Projekte dann auch eine Präsentationsfläche in Form eigener Homepages präsentieren und ihnen so eine virtuelle Heimat geben. Einerseits werden viele Tools und Softwareentwicklungen in diesen Forschungsumgebungen entweder mit entstehen oder eben auch im Nachhinein, etwa von Daria und FUD, integriert. Andererseits wird zum Teil auch Softwareentwicklung für Projekte außerhalb solcher Umgebungen notwendig. Spezifische Entwicklungen übernehmen etwa neben Clarin schwerpunktmäßig für Sprachressourcen die Datenzentren der Akademien, für ein breites Spektrum der Sprach-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaft das Service Center eScience Trier oder für die Archäologie Janus in Berlin. Auch in anderweitigen Netzwerken wie etwa GitHub wird eine Vielzahl von Software angeboten. Modularisierte Software, die sich leicht an bestehende Systeme anpassen oder andocken lässt, gibt man heute aufgrund der einfachen Verarbeitung den Vorzug. API-Schnittstellen, die etwa das Dash in Basel entwickelt, lassen sich solche Systeme dann einfacher integrieren. Viele einschlägige Datenzentren beschäftigen sich in vielfältiger Form mit Sprachdaten, sowohl geschriebener wie auch gesprochener. Für gesprochene Sprache sind vor allem die Datenzentren des Clarin-Verbundes mit ihren Angeboten und Schwerpunkten zur automatisierten Transkription, Erschließung, Analyse und Langzeitarchivierung zu nennen. Und Sie sehen hier auf der Folie eben ein weiteres Netz vielfältiger Partner, die innerhalb des Clarin-Verbundes tätig sind. Sie werden durch die Möglichkeiten einer komfortablen Annotation gestützt, die eben auch von anderen Wissenschaftscommunities außerhalb der Sprachwissenschaften mittlerweile gern und rege genutzt werden. Hervorragende Möglichkeiten zur Automatisierung
Normalisierung zum Tagging und zur Annotation von sprachbezogenen Daten bietet etwa der Clarin-Service Weblicht, eine kooperative Leistung vieler Akteure, die den Mehrwert eines solchen Zusammenwirkens voll unter Beweis stellt und in Clarin durch zahlreiche weitere Möglichkeiten ergänzt wird. Die Analyse von audiovisuellen Daten in Köln, von qualitativen Daten in Basel, qualitativer Toninterviews in Mannheim, Basel, Berlin oder Halle setzen zusätzliche Schwerpunkte, die nicht nur die Archivierung unter besonderen datenschutzrechtlichen Anforderungen, sondern eben auch an die Methodiken einzelner Fächer besondere Anforderungen stellen. In Köln und in Mannheim werden Lösungen für die automatisierte bzw. zumindest standardisierte Übernahme und Dokumentation von Sprachressourcen erarbeitet. Fachanforderungen der Mehrsprachigkeit, die vor allem in vielen kleineren sprachwissenschaftlichen Disziplinen eine hohe Bedeutung tragen, werden ebenfalls in Kooperation von einigen Clarin-Zentren entwickelt. Eine Voraussetzung für das Textmining als Methode in den Reihen der Datenzentren mit Ausnahme von Clarin bisher eher weniger Beachtung finden, bilden große Volltextsammlungen und Corpora. Besonders die Clarin-Zentren sowie die Akademien haben hier einstiegige Schwerpunkte gebildet. Spezifische Erfahrungen hinsichtlich von digitalen Wörterbüchern als eine wichtige künftige Ressource zur Erschließung nicht nur von äußeren Merkmalen oder Wortformen, sondern besonders von Inhalten besitzen eben hier die Akademien und das Trier Center for Digital Humanities. Daneben haben wir einen sehr großen Bereich der textorientierten Ressourcen mit digitalen Textkorpora und Editionen, von denen Sie hier vier Schwerpunktpartner wiederfinden. Das ist also ein sehr großer Bereich dieser textorientierten Prozesse. Dazu gehören natürlich sehr viele Techniken, die sozusagen daran andocken. Eine sehr wichtige Technik sind eben die sogenannten X-Technologien heute, wo hier ebenso sehr viele Datenzentren mittlerweile Schwerpunkte gebildet haben und die Sie hier ansprechen können, etwa das österreichische Zentrum, das DCH, das HDC oder auch das SIM Graz. Aus der Archäologie, den Altertumswissenschaften und den Geschichtswissenschaften oder Kunstgeschichte kommen dann etwas andere Schwerpunktsetzungen, wie etwa die Verarbeitung von Geodaten, digitalen Geoinformationssystemen und räumlichen Visualisierungen. Auch hier gibt es mittlerweile gute Anknüpfungspunkte, etwa mit dem Geodatenbrowser von Daria oder eben dem Geotool innerhalb von FUD. Also auch hier gibt es viele Ansprechpartner. Ähnliches gilt für die Verarbeitung von Objekt- und Bilddaten, für die Sie hier im Bild mehrere Ansprechpartner sehen. Daneben, das ist eher noch ein ausbaufähiger Bereich, spielen zunehmend biografisch-genealogische Daten eine Rolle im Management geisteswissenschaftlicher Daten. Auch hier entstehen Personendatenrepositorien bzw. Methoden zur Personenidentifizierung, zur Transformation biografischer Daten aus Corpora etc. Ein vorletzten Schwerpunkt bildet dann auch die Datenerhebung durch die Datenzentren. Hier gibt es also spezialisierte Möglichkeiten, Forschungsdatenerhebungen auch von Forschungsdatenzentren begleiten zu lassen und dementsprechend hier sozusagen Möglichkeiten der Volltexterschließung oder eben der Datenerhebung mit Begleitung von Datenzentren durchzuführen. Letzter Punkt ist natürlich der Bereich der Modellierung.
der in der Wissenschaft eine sehr hohe Rolle spielt und hier sozusagen im Bereich der Ontologien, der RDF-Modellierung, der Graphendatenbanken etc. einen Schwerpunkt für Datenzentren mittlerweile darstellen. Und damit haben wir einen ziemlichen Gewaltritt sozusagen über die Dienstleistungen der Datenzentren hier vorgenommen. Wir sind dabei, eben diesen Dienstekatalog zu als ein Webangebot auch zu veröffentlichen und Ihnen hier einfach auch eine Hilfestellung durch die doch sehr zerklüftete Landschaft der Digital Humanities beziehungsweise der fachspezifischen Angebote zu geben und hoffen, dass das so ein kleiner Überblick war über das, was bereits existiert und in wo sich sozusagen hier in den nächsten Jahren sicherlich auch sehr viel ergeben wird. Ein großes Problem, oder wollt ihr den Standards machen? Okay, ein großes Problem, das ist praktisch auch in der ersten Sitzung schon angesprochen, sind die Standards in den fachspezifischen im fachspezifischen Forschungsdatenmanagement. Und wir wollen heute eigentlich die Stunde nutzen, die uns verbleibt, um genau über Standards in der geisteswissenschaftlichen Forschungsdatenmanagement zu diskutieren. Denn eine Erfahrung, die eigentlich alle praktisch arbeitenden Forschungsdatenzentren machen, ist, dass es natürlich gerade auf dieser Ebene sehr viele Probleme gibt, was sozusagen die Wünsche der Datenzentren auf der einen Seite und die Realisierbarkeit durch diejenigen, die die Daten produzieren, auf der anderen Seite geben. Und von daher haben wir uns eigentlich gefreut, dass sozusagen mit dem Panel davor hier schon sozusagen die Notwendigkeit von Standards sichtbar gemacht wurde. Und wir wollen uns jetzt auch noch einmal ein bisschen kritisch mit Standards beschäftigen. Ja, vielen herzlichen Dank an Katrin, wo wir wirklich mal sagen muss, sie hat also wirklich aus den von Patrick gesammelten Rohdaten diesen Vortrag zusammengeschrieben, um Ihnen auch einen Eindruck zu geben und hat das sehr, sehr gut gemeistert. Jetzt kommen wir mit dieser Überleitung auch schon zum Panel, das auch schon angekündigt wurde inhaltlich. Und wir haben uns das jetzt so überlegt, dass wir haben drei Leitfragen und haben unsere vier Panel-Teilnehmerinnen darum gebeten, in höchstens 2,5 Minuten dann jeweils ein Statement zu geben und dann sofort miteinander und auch mit Ihnen in die Diskussion zu gehen. Vorher stellen wir sie aber noch kurz vor. Das macht der Jörg. Genau. Die drei Fragen, sollen wir die noch mal kurz nennen vielleicht hier, weil sie gerade an der Tafel stehen. Welche informatisch-geisteswissenschaftlichen Standards brauchen wir im Rahmen von DH? Welche Vor- und Nachteile bringen uns solche Standards? Und kann es überhaupt Standards für die Geisteswissenschaften in Anführungszeichen geben? Und dann die zweite Frage ist, die dann anschließt, wie gelingt oder wie kann die Integration von Standards in die Fachwissenschaften gelingen, beziehungsweise haben wir schon die richtigen Standards dort? Und die dritte Frage, wer sollte Standards herausgeben und wie sind die überhaupt dann betreibbar? Wir haben diese kurzen Statements vom Panel und dann wollen wir jeweils jede Frage mit dem Publikum, mit Ihnen also zusammen diskutieren und haben uns die sportliche Zeit von 20 Minuten, wir sind jetzt ein bisschen drüber, aber das schaffen wir trotzdem, da in unserem Zeitplan zu bleiben und stellen jetzt kurz die vier Panelisten und Panelistinnen vor. Zunächst einmal hier
Naja, oder die sitzen aber nicht in einer Reihenfolge, wo wir gerade. Also an zweiter Stelle hier, oder vielleicht mal mit der Hand winken, Matej Durczo, der ist erst Leiter der technischen Arbeitsgruppe Tools, Services und System im Austrian Center for Digital Humanities. Und der gehört seit 2009 zur Kerngruppe der österreichischen Forschungsinfrastrukturen in Geisteswissenschaften und trägt dann dort zur Entwicklung wichtiger technischer Komponenten, wie der Komponent Metadata Infrastructure, der Federated Content Search Structure und das Vocabulary Repository auf lokaler Ebene und auch auf europäischer Ebene bei. Und derzeit ist er Koordinator der Metadaten Curation Task Force in Clarin und Co-Leiter des virtuellen Kompetenzzentrums e-Infrastructure in Daria. Gut, die nächste in der Runde ist Marina Lemaire. Sie hat, genau, da hinten ganz am Ende, sie hat Germanistik und Geschichte an der Universität Trier studiert und ist seit 2007 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Forschungsnetzwerkes und Datenbanksystems, auch als FUD bekannt, tätig. Sie ist unter anderem Mitautorin einer Arbeit zum Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften, einer Arbeit zu, und jetzt in Anführungszeichen, Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften, eine Planungshilfe für die Erarbeitung eines digitalen Forschungskonzepts und die Erstellung eines Datenmanagementplans. Katrin Möller haben wir gerade schon vorgestellt, da gehen wir jetzt darüber hinweg, die kennen Sie schon. Und dann als letzter noch nicht vorgestellter auf dem Panel, aber nicht letzter auf der Liste, die wir hatten. Ursprünglich ist Professor Patrick Saale und er, wir kennen ihn alle jetzt natürlich hier von der Tagung, er arbeitet an der Koordinierungsstelle Digital Humanities der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und ist auch im Vorstand des Cologne Center for E-Humanities. Er hat Geschichte, Philosophie und Politik studiert und wurde 2009 ja zu dem Thema digitale Publikationsform an der Universität Köln promoviert. Als Wissenschaftler ist er außerdem im IDE, im Institut für Dokumentologie und Editorik, aktiv und hat dieses auch mitbegründet. Er sitzt heute hier für das DCH, für das Data Center for the Humanities der Universität Köln, mit auf dem Panel. Herzlich willkommen diesen Vieren. Nicht willkommen heißen können wir leider Lukas Rosenthaler. Den hat die allseits hier auch bekannte Grippe ganz kurzfristig erwischt. Er konnte also leider nicht kommen. Er ist Leiter des DASH, des Schweizer Datenzentrums in Basel. Leider konnte er nicht dabei sein. Und Barbara Ebert konnte auch nicht kommen aufgrund einer Terminkollision, sodass wir jetzt das Panel auf 4 Personen haben. Das ist einerseits sehr schade, dass wir diese Fachexpertise jetzt nicht dabei haben, aber erlaubt uns vielleicht ein bisschen mehr Diskussionen, das ist das Entscheidende. Gut, soweit sind wir. Dann zugleich zur ersten Frage, welche informatisch-geisteswissenschaftlichen Standards brauchen wir im Rahmen von DH und welche Vor- und Nachteile bringen uns solche Standards? Kann es überhaupt Standards für die Geisteswissenschaften geben? Na, Moment, erstmal, wir haben ja kleine Uhr hier vorbereitet, um uns zu helfen. Als vielleicht ein kleiner Aufwärmer, ein Zitat von Joris von Zundert von 2012, das recht kritisch formuliert, warum vielleicht Standards in den Geisteswissenschaften gar nicht immer eine gute Idee sein können. Und darüber, über solche Fragen wollen wir unter anderem diskutieren. Und jetzt fangen wir in lockerer Reihe. Wer fängt an bei euch? Habt ihr euch abgesprochen? Nee. Der Reihe nach vielleicht? Ja. Gut, dann ist der Ring frei. Wir haben auch Stefan hier als Ringrichter. Sportliche 2,5 Minuten ungefähr wollen wir versuchen, damit wir halt auch alle noch diskutieren können. Okay. Dann. Ja, danke schön. Geht schon los, ist schon Sekunden verloren. Also ich glaube, der Begriff der Standards ist nicht leicht zu fassen, weil jeder darunter etwas anderes versteht. Außerdem kommen Standards an verschiedenen Stellen des Forschungsprozesses vor, können technisch oder untechnisch sein, Daten oder aber Vorgänge betreffen, allgemein oder konkret, unterschiedlich granular und in unterschiedlichem Maße kodifiziert sein. Grundsätzlich bezeichnet der Begriff Standard aus meiner subjektiven Sicht einfach einen bestehenden Lösungsweg, der von mehr als nur einem Projekt beschritten wird.
Der Wert von Standards liegt darin, erstens, dass man sich über Probleme verständigt, die man gemeinsam hat. Zweitens, dass man gemeinsame theoretische und methodische Annahmen operationalisiert. Drittens, dass man Lösungen nicht neu erfinden muss, die andere bereits gefunden haben. Viertens, dass man Vergleichbarkeit herstellt. Fünftens, dass Daten auch in anderen Systemen integriert werden können und in anderen Zusammenhängen nachnutzbar sein können. Und sechstens, dass Daten mehr oder weniger aufwendig dauerhaft zu pflegen und zu publizieren sind. Gerade der Punkt, dass Standards konzeptionelles Erfahrungswissen transportieren, ist mir sehr wichtig. Ich erinnere mich an etliche Forschungsprojekte, bei denen man anfangs einen Standard wegen seiner komischen Konzepte und weil er so kompliziert sei, abgelehnt hat und am Ende der eigenen Entwicklung bei genau den gleichen Konzepten herausgekommen ist und es also eigentlich einfacher hätte haben können. Den Punkt der unmittelbaren Anschlussfähigkeit und Nachnutzbarkeit würde ich dagegen aus der Erfahrung heraus nicht allzu hoch hängen. Wer wirklich projektübergreifend Daten nutzen will, der wird sich schon und sowieso mit der Datengenese im Detail beschäftigen müssen. Innerhalb der DH brauchen wir sowohl den Anschluss an externe Standards, die also fachübergreifend sind, aus umliegenden Bereichen, als auch eigene Standards dort, wo es um spezifisch geisteswissenschaftlichen Informationen, was Domänen geht. Wer sollte denn Phänomene der Textforschung modellieren, das waren ja nur 2 Minuten, und ich habe gesagt 2,5. Ach so, und also wer sollte denn Phänomene der Textforschung modellieren und zu einem Standard umformulieren, wenn nicht die Geisteswissenschaften? Standards bilden dann eine gewisse Gefahr, wenn sie für allgemeingültig gehalten werden, wenn sie auf falsche Domänen übertragen werden und wenn sie blind angewandt werden. Insofern können gerade erfolgreiche Standards gefährlich sein. Ein Beispiel sehe ich zum Beispiel in der DFG-Empfehlung zu digitalen Editionen, wo das DTA-Basisformat zu verwenden ist, obwohl das ja gar kein Format für Editionen, sondern für digitalisierte Texte ist. Standards sind sehr wertvoll, aber kein Selbstzweck. Gerade bei komplexen Standards kann es sein, dass sie zu Effizienzverlusten in der Forschung führen. Manchmal ist dann der Weg über ein eigenes, einfacheres Format nicht verkehrt. Es wäre aber selbst in diesem Fall zu überlegen, ob man wirklich auf die gedanklichen Vorarbeiten verzichten will, die in einem Standard stecken, und ob man auf die Potenziale verzichten will, die sich aus Konvergenz mit anderen Daten ergeben könnten. Meine Parolen: so viel Standard wie möglich, so viel Idiosynkrasie wie nötig. Weiche vom Standard nur ab, wenn es wirklich gute Gründe dafür gibt. Ich hole die Zeit in den nächsten Statements wieder auf. Ja, also du kannst gerne auch meine Zeit haben, weil du hast eh alles gesagt, was ich sagen wollte. Das heißt, ich werde mich kurz fassen, weil tatsächlich... es ist, denke ich, wir decken uns da ziemlich. Aber das Problem eigentlich, wir haben uns ja vorbereitet auf diese Fragen und sehe ich, dass wir dann eigentlich nur teilweise die Frage beantwortet haben und uns eigentlich verloren haben in der Begriffsklärung, die aber, finde ich, sehr wichtig ist. Eben auch diese Unterscheidung zwischen Standard, also eben die Breite, was alles Standards sein können, also zumindest die Unterscheidung zwischen Standards für Strukturen, also Datenstrukturen und Prozesse, und eben auch die unterschiedlichen Formalisierungsgrade der Standards sind, denke ich, hervorzuheben oder sich vor Augen zu halten. Und ja, also allgemein Standards nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zur Verständigung vielleicht sehen, also pragmatisch und als irgendwie ein intersubjektiv, also ihr Wert liegt im intersubjektiven Konsens, also in dem dass die rezipierende Seite versteht, was gemeint ist oder gemeint war, also dient der Verständigung zwischen Mensch und Mensch oder auch Verständigung zwischen Mensch und Maschine. Das heißt, diese Explizitmachung der Struktur und der Semantik, also diese Kodifizierung dessen, darin liegt, finde ich, der Wert der Standards. Und konkret aber dann doch vielleicht auf die Frage einzugehen, welche Standards wir brauchen. Ich denke, wichtig wäre mein konkreter Wunsch wäre mehr Richtung, also der Bereich Provenance und die Information, das Formalisieren oder formalisiertes Festhalten von des Knowledge Generation Process, also dieses Forschungsprozess und wie entstehen die Daten, weil ich denke, das ist gerade die, also diese Dynamik, also dort ist irgendwie die Schnittstelle zwischen der Struktur und dem Prozess. Ja, und ich denke, ja.
gut, ich glaube, dass wir heute eben sehr viel mit Metadaten, also bibliothekarischen Standards und informatischen Standards arbeiten, worüber wir tatsächlich noch nachdenken müssen, das würde ich dann in der zweiten Runde nochmal stark machen, sind eben auch die fachwissenschaftlichen Standards, die wir brauchen, um sozusagen tatsächlich sicher zu verstehen, was wir eigentlich nutzen. Das Problem ist, dass heute, glaube ich, manchmal auch ein bisschen die Heilsuche im Standard verlagert wird, weil wir denken, dass wir mit den Standards persistente Daten schaffen können, worum es ja uns eigentlich geht. Damit meinen wir aber eigentlich die gute Dokumentation von Forschungsdaten. Und dieser Punkt ist ja in der Vorrunde auch schon mal angesprochen worden. Das halte ich vielleicht sogar noch für wichtiger, sozusagen diese Dokumentation stark zu machen als Standards. Ich selber hatte gerade ein schönes Erlebnis. Ich tauchte in der GBV plötzlich als Katrin Seidel auf, weil sozusagen die Daten eben nicht konsistent waren, weil eine andere Katrin Möller mit einem sehr ähnlichen Lebensverlauf geheiratet hat und dann waren wir eben alle Katrin Seidel. So, also der Standard hilft uns nicht, Daten persistent zu machen. Und da müssen wir sozusagen ansetzen und, glaube ich, viel mehr Kraft reinstecken. Die Forderung nach Minimalanforderungen statt immer Maximalanforderungen finde ich sehr wichtig. Auch da vielleicht eine ganz persönliche Erfahrung. Ich habe versucht, den Standard DDI, das sind soziologische Studien, nachzunutzen. Ich musste 99 Items sozusagen abarbeiten, von denen ich eben als Historikerin nicht alle sehr sicher verstehen konnte. Und das Problem ist eben, wenn man Standards nutzen möchte, müssen sie intersubjektiv, intuitiv, erschließbar und einfach sein und uns fehlt, glaube ich, für viele Standards, die gerade jetzt entwickelt werden, tatsächlich noch ein Qualitätsmanagement und das Austesten mit Laien, also mit Leuten, die eigentlich von der Fachthematik keine Ahnung haben. Ja. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es sogar unter 2 Minuten, weil ihr habt eigentlich schon so ziemlich alles gesagt. Mein Plädoyer gilt auch dem Minimalstandard. Es wäre schon toll, wenn wir aus der Breite der geisteswissenschaftlichen Forschung zumindest die Anforderungen der Identifizierbarkeit und Auffindbarkeit der verwendeten Forschungsdaten in strukturierter Form am Ende eines Forschungsprojektes hätten. Und da haben wir eine so große Vielfalt an Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften, dass wir damit, glaube ich, erstmal ganz gut beschäftigt sind, das vielleicht auf die Reihe zu bekommen. Und dabei eben das im Blick zu behalten, dass die Forscherinnen das auch schaffen, diese Standards zu erfüllen und nicht erst nochmal dafür studieren müssen. Für die Nachvollziehbarkeit und Nachnutzbarkeit von den tiefer erschlossenen Daten, also wenn ich dann anfange, Textstrukturen und Annotationen und Inhaltsstrukturen zu dokumentieren, ist zwar die TI ein sehr schönes Regelwerk, an dem man sich gut orientieren kann, aber ich komme trotzdem an einem gewissen Dokumentationsaufwand nicht vorbei. Und das ist, glaube ich, auch eine Kompetenz, die man ganz einfach im Studium der Geisteswissenschaften nicht erlernt. Wie dokumentiere ich das denn? Beziehungsweise fehlt das einfach auch bei vielen nach TI ausgezeichneten Daten, dass da nochmal eine Dokumentation dazu da ist. Wie muss ich denn das Ganze jetzt tatsächlich inhaltlich verstehen? Und die TI ist kein allwissender Standard, sondern auch diese wird wiederum von denen, die sie verwenden, interpretiert. Und daher glaube ich auch, wir müssen viel mehr im Bereich Dokumentation machen, als noch 12 andere Standards zu entwickeln, um unsere vielfältigen Methoden damit in irgendwelche engen Korsetts zu schnüren, die dann für das nächste Forschungsprojekt doch wieder nicht passen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ihr habt euch fast super an die Zeit gehalten. Mit Patrick reden wir nochmal im Detail. Ja, damit ist eigentlich auch die Runde schon frei, entweder ihr unter euch zu fighten oder aber vor allen Dingen Kommentare aus dem Publikum. Ich denke, es waren sehr kontroverse Statements teilweise. Gibt es Meldungen? Wo gehe ich? Du warst als erstes? Ja.
Ja, vielen Dank. Auch an die letzten beiden Rednerinnen. Also man merkt jetzt, mein Thema ist Dokumentation. Ich glaube, noch näher ran, okay. Ich möchte gerne nochmal auf den Dokumentationspunkt zurückkommen, den finde ich nämlich tatsächlich auch sehr wichtig. Einerseits, was dokumentiere ich, für wen und wozu? Also das kann schon viel helfen, sozusagen sich diese Fragen zu stellen. Und was mache ich hinterher mit der Dokumentation? Also wenn ich meinen Korpus, meine Ressource irgendwie vielschichtig dokumentiere, dann sollte ich es vielleicht nicht im Fließtext tun, soweit waren wir dann auch schon, dass es strukturiert sein soll. Aber auch, was sind die Anwendungsmodelle einer Dokumentation? Das heißt, wenn ich Tiefen erschließen will, einen Korpus zum Beispiel, und wissen will, welche Textsets drin sind, in welchem Dokument was annotiert ist und wer hat das gemacht, dann sind das sozusagen Anwendungsfälle, Use Cases, die ich dann auch wiederum in die Software, zum Beispiel in Repositorien, niederschlagen muss. Also auch eine tiefenstrukturierte Erschließung im Sinne von Suchen und dann Dokumentation. Das geht dann sozusagen Hand in Hand, damit ich die Heterogenität der Daten eben ja, für mich erschließen kann, eben auch zum Beispiel als naiver Nutzer, wenn ich Tier 1 noch nicht kenne und 10 Standards gesehen habe, dass ich das dann machen kann. Also auch die Anwendungsfälle der Dokumentation müssen wir näher in Betracht ziehen. Also, ja. Danke. Direkt darauf reagieren oder noch eine andere Frage? Möchte einer von euch vorne? Habt ihr euch geeinigt? Ich habe auch eins. Okay. Also ich glaube, dass vor allen Dingen ja die Ideen, die hinter den Annotationen stecken, das ist das, was in der Dokumentation erforderlich ist, um eben letztendlich verstehbar zu machen, um was für Daten handelt es sich. Und ich gucke als Historikerin eigentlich immer auf das Problem, weil ich sozusagen mit gebrochenen Quellen ja täglich zu tun habe und mir diese Informationen zusammensammeln muss. Und man kann diese Daten besonders gut verstehen, wenn man natürlich den Kontext und sozusagen den subjektiven Sinn dahinter verstehen kann. Und deshalb finde ich die Dokumentation schon wichtig. Die Annotation und die Tiefenerschließung ist in vielen Datenrepositorien natürlich über das, was als Daten da reingesteckt wird, zum Teil schon möglich und sozusagen über diese Verfahren, die dann eben häufig ja schon technischen Gegebenheiten so entsprechen, dass man die Daten da relativ schnell auslesen kann, natürlich auch einfacher. Aber ob man das für jede eingespeicherten Daten sozusagen dann sichtbar machen kann, das ist natürlich noch eine spannende Frage. Da wäre vielleicht die Heidelberger Kollegin im Vorpanel eine gute Ansprechpartnerin gewesen. Ich habe mich nämlich genau diese Frage auch gefragt. Okay, danke. Thorsten? Standards sind doch im Prinzip so etwas wie eine Schnittstelle und eine Art oder einen Zugang zur Dokumentation. Das heißt, wenn ich ungefähr, also natürlich ist eine Dokumentation immer auch eine gewisse, da fehlt natürlich immer eine gewisse Tiefe, aber das ist zumindest eine erste, wenn ich sagen kann, ich habe hier irgendetwas, Daten, die gehorchen einem gewissen Standard, dann brauche ich das doch nicht mal zusätzlich dokumentieren, sondern das ist ja schon Teil der Dokumentation, nicht eine vollständige Dokumentation. Und die Standards dienen doch gerade dazu, dass ich eine Schnittstelle habe zwischen Forschenden, Daten, Software. Wenn ich mich daran halte, dann geht das doch besser. Wir reden doch bei Standards nicht über eine Standardisierung von Forschung oder Standardisierung von Forschungsfragen, sondern es geht doch genau darum, dass wir bei Standards diese Zwischenebene dazwischen haben. Und deswegen so viel Standard wie möglich und so wenig und so viel idiosynkratisch wie nötig. Die Forschungsfrage, das ist doch genau das, was nicht der Standard ist, sondern die Dokumentation und die Schnittstellen, das ist das, was der Standard sein muss. Danke. Das war die Frage. Du kannst dann auch gleich noch. Also wir haben halt ziemlich viel mit der TEI zu tun und die bietet ein so riesiges Vokabular, dass es je nachdem, mit welchen Methoden ich meine Daten auswerte, ich mal das eine und mal das andere Tag und das mal so und mal so benutzen kann. Also nur weil jemand sagt, hier hast du mein Zeug in TEI,
dann erkenne ich zwar den Autor, den Titel und das Datum und ich erkenne noch Personen und sowas, aber die tatsächliche Struktur, die ich sozusagen durch meine Methode in diese Daten reingebracht habe, wenn ich diese Dokumentation nicht habe, dann kriege ich zwar sozusagen die bibliothekarischen Metadaten, das kriege ich da raus, aber was ja tatsächlich inhaltlich mit den Daten passiert ist, mit den Texten, das muss ich mir dann wahrscheinlich sehr mühsam erschließen, um dann die Daten wiederum vielleicht für meine weiteren Arbeiten verwenden zu können. Und das ist das, was ich mit Dokumentation meine zu den Standards. Und das kann ich vielleicht nochmal ausführen. Also ich komme ja mehr aus der quantitativen Forschung sozusagen. Da ist der Standard natürlich, dass ich in Kategorien und Variablen meine Daten erfasse. Aber was ich genau aus meinem Text daraus erfasse und wie ich sozusagen diese Kategorien festlege, das ist natürlich kein Standard, sondern das muss ich mit der Dokumentation beschreiben. Und das ist etwas, was sozusagen heute in den Repositorien, glaube ich, noch nicht stark genug verfolgt wird. Und das ist ja das, was Sie auch sichtbar machen möchten, ja? Was natürlich eine schwierige Ebene ist, weil man sozusagen zwei Standards dann eigentlich hat. Okay, wir haben hier noch eine Reaktion. Es gab eben die Aussage, dass Standards uns nicht unbedingt helfen würden, Daten persistent zu machen oder sie länger zu oder sie weiter zu retten. Ich würde sagen, doch genau das tun, das ist notwendig. Das Beispiel, das gebracht wurde, spricht nicht dagegen, dass Standards uns nicht dabei helfen. Das Beispiel, das gebracht wurde, ist, dass ein Standard uns das Denken nicht abnimmt. Wenn jemand Scheiße baut beim Konvertieren, ist das nicht der Fehler des Standards, sondern dessen, der es gemacht hat. Wenn aber kein gescheiter Standard da ist, dann, wenn wir keinen Standard haben und der eine nennt seinen Titel Titel, der andere nennt ihn Title und der dritte nennt ihn Franz Friedrich, habe ich gar keine Chance, diese drei Daten irgendwie in die nächste Variante weiterzubringen. Von daher möchte ich der Aussage, dass uns Standards nicht helfen, vehement widersprechen. Ja, ich möchte auch noch mal kurz was zu Standards versus Dokumentation sagen. Also gerade TI zeigt ja, dass man den interpretiert. Man hat viele Auswahlmöglichkeiten, wo man was, welche Tags man benutzt. Das heißt also, es langt nicht allein zu sagen, wir benutzen TEI, sondern es heißt, wir benutzen TEI und zwar folgendes Profil. Und das wäre die Dokumentation, die zu dem Standard dazugehören würde. Also ich wollte einfach noch eine Antwort darauf geben. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir die Standards nicht verwenden sollen. Und gerade Metadatenstandards der Bibliotheken zeigen ja, wie sinnvoll das ist. Ich wollte nur sagen, dass wir nicht den Fehler machen sollten, zu glauben, dass wir dann auf der sicheren Seite sind, ja, dass Daten dadurch persistent sind und man da natürlich weiter auch nachdenken muss drüber. Das war eigentlich das gleiche Argument. Ja, ich finde die TI immer noch ein super Beispiel. Ich bin auch nicht gegen die TI, man kann sie super verwenden für ganz viele Dinge. Aber auch die Auszeichnung eines Autors ist hochkomplex und hat einen interpretatorischen Spielraum. Begreife ich ein Autor nur als Autor, als Person Name, als Person, dann habe ich schon wieder diese besagte Struktur drin und das ist wieder interpretativ. Das heißt, sich immer darauf festlegen zu wollen, wir machen das immer auf diese Art und Weise, auch innerhalb der TI, ist halt auch sehr schwierig, weil das kommt eben wiederum auf den Forschungskontext an. Also ich glaube, das muss die Dokumentation eben schlicht leisten. Wie muss ich interpretieren, damit ich die Daten wirklich wiederverwenden kann? Danke. Es gibt noch einige Meldungen, aber wir gehen jetzt erstmal zur nächsten Frage und den nächsten Impulsen über. Und zwar, wahrscheinlich passt das sowieso dann auch in die Richtung, die nächste Frage, die wir unseren Panel-Teilnehmern und Teilnehmerinnen gestellt haben, ist nämlich, wie gelingt die Integration von Standards in die Fachwissenschaften, beziehungsweise haben wir schon die richtigen Standards für unsere Community? Genau. Mal sehen, wie viel für dich noch übrig bleibt. Achso, wir können ja mit dem liegen. Und los. Die Integration von Standards in die Fachwissenschaften steht eine mangelnde Bereitschaft der Wissenschaftscommunity entgegen, Forschungsdaten mit anderen zu teilen. Hier müssen Anreizsysteme für die Bereitstellung von Forschungsdaten etabliert werden, die nicht nur auf Quantität, sondern auch auf Qualität setzen.
Allerdings verfügen die meisten Forschenden nicht über die notwendigen Kompetenzen, um den Anforderungen eines qualitätsgesicherten Forschungsdatenmanagements gerecht zu werden. Doch die Forschenden werden erst Zeit und Geld in ihre Weiterqualifizierung investieren, wenn es ein gut durchdachtes Anreizsystem, wie zum Beispiel die Datenautorenschaft, gibt und sie von den Vorteilen eines qualitätsgesicherten Datenmanagements sowie die Bereitstellung nachnutzbarer Forschungsdaten überzeugt sind. Aufgrund dieses geringen Sensibilisierungsgrades und vor allem der fehlenden Kompetenzen kann nicht erwartet werden, dass ein gutes Datenmanagement einfach so von heute auf morgen ohne zusätzliche Ressourcen möglich ist. Daher wäre es zielführend, wenn es für die Übergangsphase möglich wäre, in Forschungsanträgen Geld für Forschungsdatenmanagement beantragen und auch im Arbeitsprogramm entsprechende Zeitkontingente dafür vorzusehen. Dies würde meines Erachtens dazu führen, dass die Wissenschaftlerinnen im Rahmen eines normalen Forschungsprojektes Zeit und Ressourcen hätten, die Verschmelzung des Forschungs- und des Datenmanagementsprozesses praktisch zu erproben und notwendige Unterstützung in Anspruch nehmen können, um einmal das Forschungsdatenmanagement als ein Teil ihrer alltäglichen wissenschaftlichen Praxis zu erleben und sich von den Vorteilen live überzeugen zu können. Ich glaube, ähnlich wie der Punkt sozusagen der Minimalanforderungen gestellt wurde, ist es eben ganz wichtig, dass wir diese Standards stärker veralltäglichen. Also, dass wir einerseits natürlich sehr viel in die Lehre sozusagen hier auch investieren, was aber nicht einfach ist, wenn ich sozusagen die Diskussion bei uns im Haus sehe, gerade im Bachelorstudium, wie viele Ressourcen hat man sozusagen für solche Dinge? Und das Problem ist ja, dass wir das in die Breite bringen wollen und nicht nur sozusagen an einzelnen Zentren diese Ausbildung haben wollen. Und von daher ist sozusagen diese Veralltäglichung ein ganz wichtiger Schritt. Ich sehe immer in der Praxis, zum Beispiel gab es ja ganz lange Literaturverwaltungssysteme, bei den Geisteswissenschaftlern ist mit Citavi sozusagen die Literaturverwaltung dann tatsächlich angekommen, weil es so einfach und so intuitiv war, dass dann tatsächlich in der Breite bei uns im Institut zumindest die Personen das auch genutzt haben. Von daher, so eine Veralltäglichung wäre für die Standards sehr wichtig. Und das Zweite, das Anreizsystem, was eben schon genannt wird, ist natürlich wichtig, also hier die Vorteile einfach so stark zu machen, dass die Leute einen Standard nutzen wollen, weil er ihnen einen Vorteil bringt. Und das schönste Beispiel dafür mich ist eigentlich immer der Geodatenbrowser bei Daria, der sozusagen die Auszeichnung von Ortsnamen sozusagen automatisiert und die Nutzer haben hier einen sehr hohen Mehrwert, den sie mitnehmen und sie nutzen gleichzeitig einen Standard. Der Standard ist aber ein Standard, der sozusagen vielleicht gar nicht den geisteswissenschaftlichen Bedürfnissen voll entspricht, weil wir hier sozusagen unsere vielen historischen Ortschaften etc. nicht drin ist. Also so Standards anzubieten, das finde ich eigentlich einen sehr zukunftsweisenden Weg, weil wir hier sozusagen den Mehrwert gleich mit der Nutzung des Standards verbinden. Und von daher kann ich nur hoffen, dass solche Modelle Schule machen und wir haben uns eben mit der Ontologie der historischen Berufsbezeichnung auch genau daran orientiert. Also ich denke, da kann ich mich anschließen. Also die Frage der, quasi, wie gelingt die Integration? Also muss man sich fragen, was ist die Motivation, um einen Standard zu nutzen? Und ich glaube, wir haben schon mehrere Sachen gesagt. Also ich denke, es ist unter anderem auch eine erhoffte Effizienzsteigerung, dadurch, dass zum Beispiel Tools eben verfügbar sind, die den Standard unterstützen und eben auch die Nachnutzung des Wissens, der Konzeptualisierungsleistung oder also der gesammelten Erfahrung von Vorgängern, die an diesem Standard oder die in dieses Standard eingeflossen ist. Und auf der anderen Seite, wie unterstütze ich die Nutzung der Standards, ist auf jeden Fall nicht durch quasi aufoktroyieren und sagen, ihr müsst diesen Standard verwenden, sondern durch eben, das haben wir auch schon gehört, gute Dokumentation, Beispiele, Tutorials. Ich denke, am effizientesten sind eigentlich erfolgreiche Projekte, die Schule machen, die, wo man sieht, aha, das hat dort funktioniert und die haben diesen Standard verwendet.
man einfach durch Abschauen, durch also Beispiel, beispielhaft und eben nutzbare und fest funktionierende Tools, die gewisse Standards unterstützen. Und ich weiß, mit diesem Tool kann ich dieses und jenes erreichen, was ich für mein Projekt brauche. Dann bin ich eher motiviert, den Standard zu verwenden. Und denke, daraus ergibt sich für die Datenzentren auch die Aufgabe eher weniger Pflege und Entwicklung von Standards, weil von denen, glaube ich, haben wir schon genug fast, als eher die Bereitstellung von eben formatrobusten Tools oder von Tools, die diese Standards unterstützen und auch von Convertern, von so Building Bridges, die, also Tools, die zwischen Formaten zum Beispiel übersetzen können, damit ich meine Daten oder gewisse Daten dann wieder in einem anderen Tool anwenden kann. Oder auch Unterstützung von Vokabularien, von Mappings, Crosswalks zwischen Vokabularien und Ähnliches. Ja, als Vierter kann man immer nur wiederholen und zusammenfassen, was alle schon so richtig gesagt haben. Das Wissen um Domänen- oder fachspezifische Standards ist sehr wichtig. Letztlich ist es aber auch selbstverständlich, dass man sich über den State of the Art in seinem eigenen Forschungsbereich orientiert hat, bevor man Daten erzeugt. Ein Überblick über bestehende Lösungen muss erst gewonnen werden. Dabei ist es oft nicht leicht, den aktuellen Stand von Standards herauszuarbeiten und die Einsetzbarkeit für die eigenen Fragestellungen zu prüfen. Es ist auch nicht leicht, der Versuchung zu widerstehen, schnell einen eigenen Standard zu entwickeln, statt einen vielleicht passenden zu verstehen. Standards setzen sich, wie du schon gesagt hast, durch erfolgreiche Projekte durch, die sozusagen den Proof of Concept für den Standard liefern müssen. Es ist besonders wichtig, dass diese dann auch umfassend, auch in ihrer Genese, ihren Hintergründen, Denkansätzen dokumentiert werden. Wir brauchen dann aber eben auch eine Kritik dieser Standards, die sich mit diesen erzeugten Daten und Projekten auseinandersetzen. Es bestehen schon viele Standards, in vielen Bereichen gibt es aber auch noch Lücken. Natürlich fehlt immer genau der Standard, den man selber gerade braucht. Standards müssen deshalb kontinuierlich innerhalb der Communities gemeinsam weiterentwickelt werden. Es ist deshalb auch wichtig, diese Standards in der Lehre zu vermitteln und die Kompetenz zu Standards zu pflegen. Standards gehören zum Kern der Digital Humanities Kompetenzen. Vermutlich gehört es auch zum Standard Beratungsprofil von Forschungsdatenzentren, Projektverantwortliche von Anfang an darin zu beraten, welche Standards in ihrem Fall die am besten geeigneten sind und welchen Beitrag sie auch zu einer langfristigen Nutzbarkeit von Daten leisten können. Es ist deshalb eine der Kernaufgaben von Datenzentren, diese fachspezifischen Kompetenzen vorzuhalten. Und weil ich noch so viel Zeit habe, noch eine Anekdote. Wir hatten in der letzten Zeit eine relativ heftige Diskussion an dieser Universität, ob denn Forschungsdatenmanagement universitätsweit geschehen soll oder fakultär gebunden sein soll. Und unter dem ganzen Dissens, den es gab, gab es einen Konsens, dass die Kompetenz über Standards und Formate fachspezifisch ist, weil ich möchte keinem Astrophysiker erklären, welche Metadatenstandards er verwenden soll, und ich möchte auch nicht, dass der universitätsweit agierende Chemiker dem Theaterwissenschaftler erklärt, wie Museumsdokumentation funktioniert. Also das ist, glaube ich, Vielen Konsens. Dank. Gut. Gut, dann können wir jetzt wieder in die Diskussion einsteigen. Rückfragen, Anmerkungen, Kritik, wer möchte? Ja, ich komme aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich und habe aber in der Realität auch schon an DIN-Verfahren und ISO-Verfahren mitgearbeitet. ISO steht für Internationale Standardorganisation. Das heißt, wir haben an Universitäten momentan zwei Standards, die Sie wahrscheinlich beide nicht kennen, obwohl Sie einen kennen müssten. Das eine ist die ISO 54556, da geht es um technische Zeichnungen, da geht es also eher um technische Universitäten, müssen Sie nicht wissen. Den anderen kennt hoffentlich jemand hier, ISO 690, da geht es um Zitierverfahren.
Standards sind zwar freiwillig, Zitierverfahren sind dadurch aber möglich, trotzdem macht jede Uni noch ihre eigene Zitationsvorgaben und jede Fakultät auch. Ich will trotzdem für Standardisierung werben, das ist nun verdammt mühsame Sache und deswegen will ich zwei Äußerungen aufgreifen, die mit Verlaub grottenfalsch waren. Die eine ist, wenn wir so und sowas machen, haben wir hinterher 17 Standards. Nein, wenn sie es richtig machen, haben sie hinterher einen Standard. Und das andere ist, man hat hinterher Tools, die Standards unterstützen. Wenn sie es richtig machen, haben sie ein Tool, das der Standard ist. Und deswegen gibt es durchaus Möglichkeiten, nicht nur an der Uni, sondern durchaus über Universitäten und vielleicht sogar weltweit, weil auch im englischsprachigen Raum haben sie bei den Digital Humanities ähnliche Probleme, wie wir sie hier gerade besprechen. Es gibt Möglichkeiten zu standardisieren. Das hat Vorteile. Das hat aber Grenzen, nämlich Grenzen bei den Prozessen, kann ich vorwarnen, weil ich bin selbst geschlagener. Ich arbeite in einem Unternehmen, das nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist. Prozesse werden zertifiziert, das ist in der Praxis ziemlicher Scheiß, trotzdem machen es alle. Aber die Strukturen und die Instrumente zu standardisieren, das ist es durchaus wert, darüber nachzudenken. Auch die Chemiker und die Linguisten können vielleicht gemeinsame Basis an der Uni Köln oder an anderen Unis finden. Standardisierung hat verdammte Vorteile, um hinterher wirklich standardisiert bestimmte Dinge nicht bearbeiten zu müssen. Also vielleicht war das ja auch nur ein Missverständnis. Ich habe ja nicht gegen Standards argumentiert. Es ging ja um die Frage, ob diese Standards fachspezifisch sind. Und dafür wollte ich eigentlich eine Lanze brechen, dass es einfach in unseren Bereichen fachspezifische Standards gibt. Und man muss aus dem Fach kommen, um die zu kennen. Und es ist nur in dem Fach sozusagen auch die Aufgabe, diese Kompetenz vorzuhalten. Na, aber ja. Ich denke, dass wir vermischen hier Sachen, also es gibt verschiedene Standards für verschiedene Sachen, man gibt nicht das eine Standard für alles und es gibt Zitationsverfahren, wäre wahrscheinlich ein Beispiel für ein allgemein anwendbares Ding, aber zum Beispiel DEI hat in der Chemie wahrscheinlich wenig verloren. Also muss man unterscheiden, wie spezifisch für welche Strukturen wir Standards etablieren wollen. Ich würde gerne kurz darauf antworten, weil ISO und DIN gibt es natürlich in den Geisteswissenschaften auch. Also ich bin selbst Teil eines Standardisierungsausschusses für Sprachressourcen. Das ist natürlich auf der einen Seite domänenspezifisch, aber auf der anderen Seite natürlich auf einer Metaebene, auf einer relativ hohen Ebene. Wir sprechen, wenn wir über Standards und Normen sprechen, hier an der Stelle aber nicht über institutionalisierte Normen à la DIN, ISO. Die TEI hat auch einen anderen Stellenwert als zum Beispiel eine ISO-Norm oder eine DIN-Norm, sondern da sprechen wir, wenn wir hier von Standards sprechen, über Best Practices, die in der Fachgemeinschaft verwendet werden. Die sind eher als Laborstandards oder so etwas zu bezeichnen, als das, was man da formalisiert hat. Die TEI ist so ein bisschen ein Twitter-Ding, so ein bisschen da dazwischen. Und wenn wir sehen, was wir zum Beispiel im Bereich der Sprachressourcen an Standards haben, da geht es dann darum, wie mache ich persistente Identifikatoren, wie definiere ich Metadatenschemata etc. Das ist eine andere Ebene als das, worüber wir hier eigentlich, wenn wir hier über die Standards sprechen, wo es dann darum geht, wie auf welche Art und Weise benutze ich TEI, was muss ich daran standardisieren oder nicht? Das ist eine andere Ebene. Ich würde gerne dann nochmal was dazu sagen, dass wir vielleicht auch den evolutionären Charakter von Standards nicht vergessen sollten. Ich glaube, wir stehen einfach an sehr vielen Bereichen auch noch einfach am Anfang. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren wir da auch eine gewisse Konvergenz erleben werden, die vielleicht dazu führt, dass Dinge weiter standardisiert werden können. Aber wir sind nun mal in sehr, sehr vielen Fragen am Anfang und müssen Dinge erstmal erfinden. Und wenn wir das dann feststellen, dass wir zu ähnlichen Lösungen kommen, dann kommen wir zu Laborstandards, dann kommen wir zu gemeinsamen Best Practices und die kann man dann weiter kodifizieren und dann kann man die zu echten Standards ausarbeiten und am Ende ist es vielleicht eine ISO-Norm. Aber das sind so Prozesse, glaube ich, die ihre Zeit brauchen. Darf ich noch eine kurze Anmerkung, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass ein Tool Standard werden kann, also das,
ich glaube, das ist uns fast ein Gräuel, oder? Wir würden eigentlich gerne Standards und Tools separat halten, also sagen, oder beziehungsweise die Angst, dass dann ein Tool, ein Werkzeug unser Platzhirsch wird, der sozusagen das bestimmt. Und eigentlich, denke ich, ist auch das Bestreben, dass ein Standard unabhängig von den Tools definiert wird und diese Tools dann dem folgen und als Referenzimplementierungen. Aber um so einen technologischen Login zu vermeiden, würde ich ungern Tools und Standards zusammenlegen, also oder als eins betrachten. Wir haben jetzt noch Zeit. Ich verstehe ihn anders. Also ich verstehe ihn so, dass Tools sozusagen zeigen können, wie Dinge funktionieren. Das heißt, wenn wir erfolgreiche Tools haben, dann führen die zu immer den gleichen Ergebnissen und natürlich basieren die sozusagen auf konzeptionellen Annahmen. Wenn sich durch die Tools zeigt, dass es funktioniert, dann zeigt sich, dass diese konzeptionellen Annahmen auch funktionieren. Und das ist dann das, was standardisiert werden kann. So habe ich den Beitrag verstanden. Gut, wir müssen weiter, wir machen weiter, kommen zur nächsten Frage. Und dort geht es um die Frage, wer solche Standards herausgeben kann und soll und wie solche Standards dann in der Community betreibbar sind. Und wir fangen wieder an, diesmal in der Mitte, und arbeiten uns nach außen vor am besten und wollen dann auch die letzte Runde zügig weiterbringen. Okay, ich habe die ja. Okay, alles klar. Also vielleicht auch nochmal ein Anschluss jetzt an die vorige Frage. In der Statistik gibt es natürlich Standards, von denen ich verlässlich weiß, okay, wenn ich dieses und jenes Verfahren anwende, Chi-Quadrat-Test etc., dann muss ich meine Daten so und so beschaffen da reintun und bekomme dann ein Ergebnis, von dem ich weiß, wie ich es bewerten muss. Und das ist natürlich etwas, was ich in der Fachspezifik auch für sehr wichtig halte und wo ich schon glaube, dass wir zu diesem Prozess kommen. Und von daher ist natürlich die Pflege von Standards auch etwas, was auf den verschiedenen Ebenen ganz verschieden funktionieren kann. Und ich wünsche mir eigentlich eher eine Diskussion darüber, wer kann eigentlich solche Standards führen, weil wir haben momentan ja sehr unterschiedliche Modelle. Das eine ist zum Beispiel die Nationalbibliothek, die mit dem GND sozusagen hier relativ geschlossen sozusagen so einen Standard aufsetzt. Das ist natürlich auch für die Forschung denkbar. Wir selber machen eben mit der Ontologie der historischen Berufe, haben wir uns erstmal auch für einen relativ geschlossenen Standard entschieden, zu dem zwar viele beitragen können, aber wo wir sozusagen diese Standardisierung vielleicht auch erst einmal in der eigenen Hand behalten. Ein anderes Modell ist natürlich die Entwicklung von TI in der Community oder eben auch solche statistischen Verfahren etc., was sozusagen Community getrieben ist und wo sich sozusagen Verfahren etabliert haben. Und ich wünschte mir eigentlich auch mal innerhalb der DH so eine Diskussion darüber, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Herangehensweisen an die Entwicklung von Standards, was sind unsere Erfahrungen? Also von daher gar nicht so sehr eine Antwort, sondern eigentlich eher eine Problematisierung. Also ich glaube, ich werde mich sehr kurz fassen. Ja, ich betrachte Standards als Konsensbildung in einem gegebenen System, sei es Community oder global. Daher, also vermittelt oder durch eine übergeordnete und akzeptierte Instanz. Das kann ISO sein oder eben auch Bottom-up-Community-Prozess, wie ich denke, man das bei TEI sagen kann, dass das eher von der Community ausgeht und es gibt keine, naja, es gibt den Laurent, aber ja, und ein Aspekt ist vielleicht, dass die Standards von einer Instanz oder von wem auch immer herausgegeben werden sollten, die auch die langfristige Kapazität hat, diese zu kuratieren oder die Dynamik der Standards, also ihren evolutionären Charakter, also diesen zeitlichen Aspekt und ihren Lebenszyklus, dass auch die Standards einen Lebenszyklus haben und damit sie nicht verweisen, damit es eben jemand sich für die verantwortlich fühlt, dass daher
sind eher, eben, also es müssen die Instanzen sein, die eben diese langfristigen Kapazitäten dafür haben. Also natürlich ist es gut, wenn es Instanzen oder Institutionen gibt, die sich um Standards und ihre Pflege kümmern. Dies sind im Idealfall entweder stabile Institutionen, bei denen der Einsatzbereich eines Standards mit dem eigenen Aufgabenfeld zusammenfällt, bereits erwähnt, also die Deutsche Nationalbibliothek und GND zum Beispiel, oder aber offene und gut organisierte Plattformen, und die TI ist ein sehr gutes Beispiel für das letztere Modell. Häufig fehlen solche Plattformen aber auch noch. Also zum Beispiel denke ich da an Taxonomien, Ontologien, Vokabularien in den Geisteswissenschaften, von denen ich mir wünschen würde, dass da mehr gemeinsam in Richtung Standardisierung gearbeitet würde. Ich sehe aber nicht, wer diesen Prozess organisieren, leiten, koordinieren sollte. Letztlich sind Standards aus meiner Sicht aber einfach auch Vorschläge, die man in die Welt setzen kann, die dann aber wenigstens eben gut dokumentiert und gut auffindbar sein sollten. Erfolgreiche Standards können dann ja auch später noch von Institutionen oder Organisationen adoptiert und dann weiter gepflegt werden. Was die Verbindlichkeit von Standards betrifft, bin ich skeptisch und glaube eher an die Autonomie und Vernunft der Einzelforschenden wie auch der verschiedenen Institutionen. Ich glaube sogar, dass in bestimmten Phasen einer Entwicklung eine Konkurrenz von Lösungsansätzen wichtig ist. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass eine gemeinsame Entwicklung sinnvoll ist. Beispiel: gemeinsame Standards für die Beschreibung und Übernahme von Forschungsdatenbeständen in die Betreuung durch Datenzentren und für Datenmanagementpläne. Also eben wurde gesagt, man soll Prozesse nicht standardisieren, aber ich glaube, gerade im Bereich Forschungsdatenmanagement und Datenzentren wäre das ein Beispiel. Also die Übernahmeprozesse von Daten, Projekten, Ergebnissen in eine dauerhafte Betreuung. Das ist eine Herausforderung, vor der alle Datenzentren, wie ich finde, auf die gleiche Weise stehen. Und das, ich glaube, die könnten sich abstimmen, um da zu einem standardisierten Prozess zu kommen, der das Ganze viel effizienter und gleichmäßiger nutzbar machen würde. Ich denke halt auch, dass man schauen muss, auf welcher Ebene der Standardisierung man sich bewegt, und dann gibt es eben unterschiedliche Einrichtungen, Gruppen, die sich jeweils um so eine Standardisierung kümmern, auf der Ebene von ISO XYZ, das ist, glaube ich, sehr weit oben angesiedelt, wo man aber auch sehr generische Prozesse und Daten standardisieren kann, die ein sehr breites Feld betreffen. Wenn es jetzt aber um Standardisierung für die Auszeichnung von Methoden oder sowas geht, dann wird es wohl, denke ich, immer eine gewisse Community sein, die ein gemeinsames Interesse verfolgt, und die kriegen sich dann auch organisiert, weil eben gemeinsames Interesse dahinter steht. Und ich denke, man kann nicht einfach sagen, derjenige kümmert sich um den Standard für die Geisteswissenschaften. Es kommt auch darauf an, um welchen Prozess, um welche Daten, wovon reden wir eigentlich, und wer ist dann dafür derjenige mit den besten Kompetenzen, um da über Standardisierungen zu sprechen. Gut, wir haben jetzt die dritte Runde, Diskussionsrunde, und ungefähr 5-6 Minuten Zeit für die Diskussion, eventuell noch 1-2 Minuten länger. Die erste Frage sehe ich schon, ich bringe dir das Mikrofon her. Ja, Patrick, du hast gesagt, du wüsstest nicht, wo man Taxonomien und Ähnliches standardisieren kann. Ich kann nur berichten von TADIRA, eine Initiative, die innerhalb von Daria.de entstanden ist, die aber jetzt in Daria.eu angekommen ist. Und meine Antwort wäre, es gibt eben Infrastrukturen, wo eben Foren da sind, wo man über solche Standards reden kann und auch dann Taxonomien auch verabschieden kann, beziehungsweise Versionen von Taxonomien verabschieden kann. Ja,
aber worum es mir ja eigentlich geht, ist sozusagen eine Plattform oder eine Institution, die thematisch zuständig ist. Und Tadira ist natürlich eine Taxonomie in einem bestimmten Bereich und soll was Bestimmtes beschreiben. Aber woran ich gedacht habe, ist zum Beispiel die Praxis, wir haben es mit Schlagwortsystemen für Lexikonerschließung zu tun. Und da gibt es dann mehrere Lexika an verschiedenen Orten, die wollen alle ihre Schlagwortsysteme aufbauen und die würden dies gerne abgleichen. Aber im Grunde fragt man sich, wer könnte zuständig sein, um einen Prozess zu koordinieren, wo das abgestimmter passiert. Und das sehe ich so, weiß ich noch nicht, ob Daria für sowas zuständig wäre, weil man muss dann auch Ressourcen natürlich mitbringen, um so einen Prozess voranzutreiben. Nur kurz vielleicht dazu noch, also ich weiß nicht, ob das gelingt, aber ich glaube schon, dass eben Daria und Clarin gerade die richtigen Plattformen für sowas wären, weil da die Community zusammenkommt, aber auch eine gewisse Breitenwirkung möglich ist. Ja. Und das ähnliche Standardisierungsbemühungen zu Vokabularien gibt es ja auch in Clarin. Also zumindest die Bemühungen sind da, ob die fruchten, das ist eine zweite Frage. Ich frage mich so ein bisschen, ob es irgendwie auch konkurrierende Modelle gibt, solche Standards zu betreiben. Und neben ISO, was schon genannt wurde, ich kenne die Verfahren nicht wirklich gut, aber ich finde, man sollte mal drüber nachdenken, ob es auch unnormative Weisen gibt, Standards zu betreiben. Zum Beispiel denke ich eben an die Art und Weise, wie das W3C operiert. Da werden Einladungen zu Kommentaren herausgegeben und die werden nachgenutzt. Und was man braucht, ist eine Community, die bereit ist, das zu diskutieren, so wie wir sie hier haben. Und es ist nicht eine normative, es gibt nicht den Punkt, da kenne ich es dann auch nicht mehr ganz genau, aber es gibt nicht den Punkt, so stelle ich mir es vor, an dem irgendwie gesagt wird, so, das ist jetzt der Standard und ihr seid jetzt mehr oder weniger verpflichtet oder von euch wird jetzt erwartet, euch daran zu halten, sondern die Leute verwenden das, wenn sie es praktisch finden. Und es braucht halt eine Kommunikationsinfrastruktur, die darüber informiert und Vorteile und Nachteile diskutiert. Ich denke ja, also gerade wenn man eben von dem Wissensspeichern ausgeht, ist natürlich hier die Fachkompetenz auch immer das Entscheidende. Von daher kann es eigentlich auch nur von der Community ausgehen. Was ich noch ganz wichtig finde, ist, dass eben so ein Standard beides zulässt. Also einmal das Heterogene und die Standardisierung. Also dass man sozusagen ausgehend von dem Standard dann eben auch zulässt, dass man das in die verschiedensten Formate wieder bringen kann. Also so ein Standard der Heterogenität zu, das ist eigentlich genau das, was wir für die Forschung brauchen. Und hierüber nachzudenken, ist eben auch ein wichtiger Schritt. Also das ist zum Beispiel bei der Ontologie der Berufe, die wir machen, auch ein ganz wesentliches Kriterium, dass wir eben versuchen, genau dieses Switchen, also praktisch wirklich ein Scharnier zu bilden sozusagen, um wieder immer wieder neu etwas aufzuklappen, das sozusagen der Standard ist. Und das ist, glaube ich, das, was wir als wissenschaftliche Standards brauchen. Ich würde kurz noch gerne zu dem, also W3C ja, ist ein Community-Prozess, aber irgendwann wird schon festgeschrieben, es gibt die Versionen, die dann fixiert sind, unnormativ und präskriptiv. Man muss sich an die nicht halten, aber die sind jetzt nicht Ergebnis, also die sind jetzt nicht endlos offen. Es gibt auch Versionen von denen, eben die Evolution. Ja, aber ich denke, Standard muss letztlich etwas fixieren. Es schränkt gewisse Möglichkeiten ein. Ja, also ich will doch noch mal was zu ISO und DIN sagen. Also ich möchte hier keine Werbeveranstaltung für diese Organisationen machen. Das ist der Horror, da mitzuarbeiten. Aber das ist keine Oberorganisation, die sagt, wir wissen alles, sondern dort wird tatsächlich ein Dach, eine Plattform gestellt, um Interessierte, Stakeholder, die dann wirklich damit was zu tun haben, das wäre ja zum Beispiel die Gruppe hier im Raum, zusammenzubringen und zu diskutieren. Das ist das. Allerdings das Problem der Ressourcen. Jeder, der bei ISO DIN mitarbeitet, das wäre aber vergleichbar auch bei jedem, der irgendwo anders mitarbeitet, bringt natürlich entsprechend Geld mit, damit überhaupt eine Geschäftsstelle zum Beispiel agieren kann, die dann einlädt, Unterlagen verteilt und, und. Also das ist überall zu organisieren. Und ich kann Ihnen nur den Tipp geben, wenn Sie sich von DIN und ISO fernhalten können, umso besser. Das ist, wie gesagt, der Horror. Aber jedes andere Gremium hätte ein ähnliches Problem wie die Jungs und Mädchen, die da dann zusammenarbeiten müssen. Und natürlich haben Sie vollkommen recht,
ein Standard ist freiwillig, ja, aber ein Standard ist dann auch der Standard und nicht irgendwas Fluktuides, was vor sich hin dämmert und kann mal dies, mal das sein. Also das ist keine Quantenphysik, sondern das ist dann Standard. Vielen Dank. Das Geld ist häufig das Problem bei uns. Haben wir jetzt gerade auch wieder gehört. Wie sieht es aus? Gibt es noch eine Wortmeldung? Sonst? Ansonsten müssen wir jetzt also eine DIN- oder ISO-Gruppe bilden, um uns zu standardisieren und ein bisschen Geld mitbringen. Da weiß ich jetzt noch nicht, wer das macht. Ich finde, das ist völlig richtig. So ist es halt. Wir werden das jetzt heute nicht lösen können, das Problem wahrscheinlich, aber... Ja, also alleine schon die Worte der Horror und man muss Geld mitbringen, lassen mich doch etwas zurückschrecken, hier sofort aufzurufen, eine DIN- oder ISO-Gruppe zu gründen. Wir kommen zum Ende dieses Panels. Ich möchte als erstes hier auch den Panelisten noch einmal danken. Katrin, die das Panel organisiert hat und wenigstens versuchen, ganz kurz zusammenzufassen, was hier eigentlich in den letzten 90 Minuten geschehen ist. Und meine Version der Geschichte wäre vor allen Dingen, dass angesichts des evolutionären Prozesses der Herausbildung von Standards und den Erfahrungen, denen an den geisteswissenschaftlichen Forschungsdatenzentren gemacht werden, in dem Austausch mit der Fachcommunity und einfach dieser handfesten Aufgabe, die Daten entgegenzunehmen, die Forschenden zu beraten, dort auf jeden Fall Schnittstellen und auch Scharniere sind, um die Entwicklung von Standards zu beobachten, aber auch mit voranzutreiben. Das ist meine Version der Geschichte. Sie haben das vielleicht anders gesehen und was wir machen, deswegen sitzt Stefan zum Beispiel hier vorne auch ganz fleißig. Er hat mit dokumentiert und wir werden dieses Panel auch zu einem Arbeitsbericht, einem Panelbericht herausarbeiten und dann auch wieder mit Ihnen teilen. Ja, möchtest du noch ein paar Worte sagen? Nein? Wir können uns nur ganz herzlich bedanken bei, wie gesagt, allen Teilnehmern am Panel hier bei Ihnen für die Diskussion und hoffe, dass wir dann auch über die Zeit bis zur nächsten DHD entsprechend in Kontakt bleiben. Die AG Datenzentren wird weiter fleißig sein und versuchen, das zu begleiten. Und ich denke, wir sind also einfach dankbar, dass wir jetzt heute hier darüber diskutieren konnten und das mit Ihnen teilen konnten. Vielen Dank. Applaus